Willkommen zurück bei unserem römischen Aquädukt in Echo. Ja, ich habe es nochmal zwischen den Folgen nochmal ein bisschen umgebaut, damit es auch ein bisschen schöner aussieht. Ich habe mich dafür entschieden, dann nach dem Block die Reihe nach oben erst zu machen. Und vorher kommt dann schon die Rampe dran. Ich habe schon die ganze Fläche damit ausgestattet. Außer hier, wo wir noch nicht waren. Da habe ich nur erstmal angedeutet. Und zwar, ich habe auch völlig übersehen, dass mir ein eklatanter Fehler unterlaufen ist. Nämlich, dass diese oder diese, eine von beiden Säulen, war zwei höher als die vorherige. Und deswegen hat es auch hinten vorne nicht gepasst und sah auch überhaupt nicht gut aus. Gut, hier habe ich schon mal ein bisschen vorgearbeitet, damit wir auch dann schon die Quelle dann auch schon bald machen können. Und ja, da muss ich natürlich noch ein paar Säulen hinsetzen. Und so, genau, fertig. Jedenfalls, hier oben kommt die Quelle dann hin. Hier habe ich einen Baum, stand hier vorher, ne? Habe ich gefällt. Die Erde ist neu, die war hier noch nicht dran. Aber man muss ja auch ein bisschen das Gelände auch angleichen, damit es auch ein bisschen einigermaßen irgendwie passig aussieht. Es passt trotzdem nicht, aber wer weiß, vielleicht passt ja dann, wenn es grün geworden ist. Mag ja sein. So. So, jetzt wollen wir endlich mal weitermachen. Damit wir auch hier endlich mal zu Rande kommen. Das wäre echt toll. Das wäre echt fantastisch. Das wäre echt fantastisch. Warte mal. Wie machen wir das jetzt am besten hier? Ja. Ich erinnere mich. Und zwar kommen wir da gerade nicht dran, was auch nicht schlimm ist. Wir haben ja leider selten lange Beine und auch genauso wenig lange Arme. Also meistens, es sei denn, wir wollen es nicht. Wenn Echo uns natürlich hasst, dann haben wir natürlich auch hier 30 Meter lange Arme. So, dann haben wir hier schon mal das ganz gut gelöst. Hier, das müsste man natürlich auch noch ein bisschen noch rausbuddeln. Das machen wir zum Schluss. Wenn wir das Ganze dann anschließen. Im Anschluss. So. Jetzt können wir das ein bisschen anbauen. Ja, ich habe mich dann doch dazu entschieden, weil ich die Rampen ja nicht von unten sehen möchte. Und von der Seite soll es auch ein bisschen plan aussehen und nicht so ein fürchterliches Auf und Ab. Und das wäre sonst so geworden. Ich möchte doch die halben Blöcke da auch neben den Rampen haben, denn die sehen wir sowieso nicht von oben. Also in der Regel jedenfalls nicht. Sein, wir müssen irgendwas umleiten oder umbauen. Dann sieht man natürlich, dass es dann nicht so schön ist, aber ich glaube, das können wir uns erlauben. Ich glaube, das können wir machen. So. Ach ja. Das war ja das, Ja, ich weiß natürlich, warum ich nicht konzentriert genug bin. Das weiß ich natürlich. Aber, Das möchte ich nicht so gerne mitteilen, warum. Ja, das liegt allein an meinem Schlafrhythmus. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier kommt die nächste Säule hin. Säule. Ja, danke. Und wie hoch muss die? Irgendwie hoch muss die schon. Aber wie hoch? Wollen wir die... Ich sitze mal wieder in Baumkrone. Das ist... Ja, wenn dann zwischendurch auch noch Baumfellarbeiten auch noch auf einmal anfallen, das ist immer sehr schön. Aber halt auch nicht zu ändern. Wie hoch wollen wir jetzt? Wollen wir hier schon einen runtergehen? Oder, weil wir da drüben ja auch noch eine gewisse Höhe noch haben, würde ich sagen, wir bleiben hier erstmal auf dieser Höhe. Ne? Ja, doch, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Und Achso, weil die ähnlich aussehen. Nein, keine Treppen. Die Treppen von Rom. Die Treppen Julius Caesar. So, hier Kettensäge einmal. Fürs Massaker. Wo? Hier. Der Vorteil ist, wir brauchen jetzt nicht mehr so sehr aufs Holz achten. Wir kriegen jetzt wieder ein paar hundert. Das freut mich auch ein bisschen. Leider kriegen wir auch ganz schön viel gekröselt, aber auch das brauchen wir natürlich wieder. Denn wir haben ganz schön Mörtel verbraten. Für eigentlich. Ach ja, für die Pyramide. Das Pyramide und sein Labyrinth. Und dem sein. Hier, wie hieß die Nummer? Hier, Elchora. Elcharo. Elchora. Wie komme ich immer auf Elchora? Das heißt doch Elcharo. Hier ist auch noch ein bisschen Baum gekröselt. Ja, ekelhaft, der Baum gekröselt. So. Gut, dann haben wir das auch schon mal.
So, das Holz packen wir erstmal wieder. Boah, müssen wir schon wegpacken? Ja, nee, eigentlich noch nicht, weil wir müssen ja eh noch einen Baum fällen. Also mindestens einen müssen wir noch fällen. Gucken wir mal. Ja, den da. Der genau mittig oben drauf steht. Denn da kommen wir tatsächlich raus. Und dann können wir theoretisch auch ziemlich steil nach unten schon gehen. Aber wäre das wirklich klug? Erst dann nach unten zu gehen. Es wäre nicht klug, aber naja, komm. Sicher. Aber auch völlig egal. Ach, hier, guck mal. Den habe ich sogar gepflanzt. Hier, guck mal. Das Beweise. Sehe ich. Hier nochmal gekrüsselt und da nochmal gekrüsselt. Wahrscheinlich hab ich auch gleich hier gesammelte Baumsaaten auch im Inventar. Was aber auch nicht so schlimm ist. Die können wir uns ja wieder längs in den Hals reinschieben. Warum auch nicht? So. Ach, hier. Hier auch wieder. Gesammelte Werke. Gesammelter Abfall. So, 100 Holz. Holz, 100 Holz. Holz der Teufel. So, hier, 131 Krösel. Das ist auch schon ganz schick. Das gefällt mir auch schon ganz gut. Aber ich möchte nicht immer da hinten drauf gehen müssen. Also, ich möchte nicht da hinten drauf, um da irgendwo weiterzubauen. Das ist alles ein bisschen unschön gerade. Aber was machen wir da am besten? Ach, wir haben ja Lumber dabei. Wir haben, wenn wir dran kommen, wir haben Lumber dabei und da bauen wir jetzt einfach mal irgendwo mal eine Treppe. Das können wir machen. Das können wir uns leisten und deswegen machen wir das auch einfach mal. Hier vielleicht schon? Ne, hier vielleicht nicht unbedingt. Aber hier am letzten. Ne, am letzten, klar. Warum nicht? So, einmal und naja, hat ja fast gereicht. Und hier und da von mir auch und dann ist das gut so. So, jetzt holen wir mal den LKW hinterher. Vielleicht sollte ich mir langsam mal Rampen setzen. Das wäre auch mal ganz nett. Ich muss sie alle abbauen. Weil es ja alles hinten und vorne nicht gestimmt hat. Ja, es ist halt manchmal so. Aber ich glaube, jetzt sieht es auch besser aus, wenn das Ganze dann fertig ist, als vorher, wo es eigentlich so total asymmetrisch war. Asymmetrisch. So. Gut, dann hier, spring doch mal auf den Stein. Susi, spring doch mal auf den Spitzenstein. Auf den Spitzenstein. Meine Oma hat immer so gesprochen. So. So. Hier nochmal und dann, ich glaube, das war es dann auch schon mit Rampen in diese Richtung. Ja, weil die kommen hier dann direkt aus der Quelle. Die brauchen wir nicht da oben, die können wir hier unten machen. Wir könnten so notfalls auch da oben auch drauf beppeln, aber warum? Ne, warum? Warum? Dann müssten wir hier wieder, nee, das will ich alles, glaube ich, gar nicht. Oder? Nee, das will ich alles gar nicht. Komm, das, oder? Ich kann mich so schlecht entscheiden. Wir können ja erstmal eine hinstellen. Ob wir die dann wirklich benutzen, das ist dann uns später noch überlassen, aber dann haben wir sie schon mal da, falls wir sie brauchen. So, hier kommt natürlich noch eine Rampe hin. So, und Rest kommt erstmal wieder weg. Au. Das war mein Zehennagel, der tut jetzt ganz schön weh. Hör mal, der LKW ist frisch gewaschen, aber auch nicht schon wieder im Matsch rumkurven und schon gar nicht hier abschaben. Sag mal, wie fahre ich denn heute? Habe ich gesoffen? Eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. So. Ach ja, also letzte Folge hat mich irgendwie fertig gemacht. Das ging ja mal gar nicht. Also so überhaupt nicht. Das war nicht gut. Das war nicht schön. Und auch alles andere als angenehm. Warte mal, jetzt müssen wir hier nochmal kurz gucken. Ja. Ja, aber jetzt können wir als nächstes eigentlich schon mal einen runter, ne? Weil wir müssen da ja auch bis ins Tal auch runterkommen. Sonst wird das alles ein bisschen zu hoch. Es sei denn, wir machen einfach nur Öffnungen raus, so Ausflussöffnungen können wir auch machen. Ah, wie war das denn im alten Rom? Ja, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich meine, ich weiß, wie ein Aquädukt aussieht.
Die sehen natürlich ganz anders aus als hier in Echo, ne? Von daher, die haben ja auch schöne Bögen und sind auch nur um einiges höher und verlaufen ja fast wie so eine lange Rampe. Also haben ein festes Gefälle von einer bestimmten Gradzahl. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Grad das waren, aber so, dass das Wasser halt immer bergab läuft. So, und 9 von den Aquädukten hatte Rom, um sich selbst zu versorgen. Halt schon. 45 Tage. Ja, schon bald soweit. 1, 2, 3, 4, 5 und hier kommt Säule hin. Hier kommt die Säule. Geile, tolle, so eine Säule. Oh Gott. Das ist so furchtbar. Das ist eine fürchterliche Sprache. Ist das jetzt so richtig? Ich glaube, ja, ne? Das ist korrekt. Das ist gut. Das gefällt mir schon mal. Aber, was habe ich vergessen? Ja, weiß ich nicht, was habe ich vergessen? Ich habe vergessen, wie das da nochmal aussieht. Ach, und wie das wieder aussieht. Achso, das muss jetzt bis dahin auch noch durchgezogen werden. Okay, das ist okay. Das ist in Ordnung. Alles gut. Da habe ich nichts gefragt, habe nichts gesagt, dann ist alles okay. Da ist doch alles Schnafte. Oder Töfte oder wie auch immer. So. Na, nun klebt dran. Notfalls auch mit Geduld und Spucke. Aber nicht mit Palex. Palex ist zu schade dafür. Das hält doch nicht. So. Ich weiß jetzt nicht, sind wir so. Ich glaube, so ist jetzt richtig, ne? So ist es, glaube ich, jetzt richtig. Das wäre schön, das wäre so schön. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Es wäre zu schön, um richtig zu sein. Das, eigentlich hätte man da schon runtergehen müssen. Oder? Ja, wahrscheinlich ja. Also es kommt ja nicht über den Hügel darüber. Das wird schon interessant. Das wird hochinteressant. Warte mal, wie viele haben wir da gebraucht, um die drei da hochzukommen? Wahrscheinlich auch so eine ganze, ziemlich lange Strecke wahrscheinlich, ne? Ja, Aquädukt bauen. Mein erstes Aquädukt jetzt, wo man es bauen kann, weißt du? Ja, jetzt muss ich es natürlich auch bauen. Zumal beim Thema Rom. Ne, da muss man schon mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich überbrücke hier nur eine Dreierhöhe und das auf die ganze Länge. Boah, das geht nicht. Das geht doch nicht. Ja. Naja. Also pro Säule können wir einen. Ne, das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Aber wir brauchen auch nicht viel Gefälle. Wir brauchen dann nur viel Wasser. Ja, sorry. Das ist leider so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt die nächste Säule. Und hier kommt die nächste Säule. Ja, ist ein bisschen asymmetrisch wieder. Oh, ich hasse diese Asymmetrie immer. Das ist so furchtbar, wenn es alles so asymmetrisch ist. Das ist so, das ist nicht schön. So, und jetzt kann hier eigentlich wieder hier Flor drauf. Also der gute Florteppich. Hast du vielleicht auch bei dir zu Hause liegen. So. Lang- oder Hochflor. Oder Niederflor. Ist das so richtig? Das sieht irgendwie noch so falsch aus. Es sieht falsch aus, Marki, weil es wahrscheinlich falsch ist. Ja, es ist sowas von falsch, aber sowas von. Hier, den kannst du gleich wieder abbauen. Und den auch. Dafür klebst du den jetzt einfach da so irgendwie dran. Ja, und den da möglichst. Ja, und dann müssen wir da auch noch dran kleben. Jetzt müssen wir immer hier durch das Geraschel. Es ist... Ach, sag mal, ich springe doch noch dran vorbei. Mach. Danke. Ja, also sonderlich lang wird das Aquädukt nicht, ne? Von daher, dass das schon mal feststeht. Also ich mache jetzt nicht so ein wahnsinnig großes Aquädukt.
Also ein bisschen Länge brauchen wir schon dafür. Damit wirklich alles versorgt ist hier in unserem kleinen Rom. Wir können natürlich auch noch ein kleines gallisches Dorf noch bauen. Aber wir wollen hier keine römischen Legionen stationieren, sondern wir wollen ja hier nur und ausschließlich die Bevölkerung, das gemeine Volk bzw. den Senat wollen wir hier nur haben. Das heißt die Politik, 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 Politik. Gut, 1, 2, 3, 4, 5. Und hier muss dann wieder die nächste Säule hin. Und hier hin, glaube ich. Ja, das ist gut. Ich muss immer noch den Abstand nochmal kontrollieren. 1, 2, 3, 4, 5, das passt. 1, ja, Blatt. 1 Blatt. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt werde ich wieder unnötig ausgebremst. Aber was willst du machen? So, jetzt müssten wir allerdings erstmal hier auf dieser Höhe bleiben. 1, 2, 3, jo, 3, 4, 5. Hier. Oh ja, das ist toll. Da, ja, es sieht aus wie irgendeiner, der gerade sein Beinchen hebt. Das, ich wollte auch eigentlich hier rauskommen. Warum komme ich denn nicht hier raus, hier auf den Berg? Wahrscheinlich, weil ich es nicht ausgemessen habe, sondern einfach nur Pi mal Daumen geguckt habe. Und warum kommen wir hier wieder ein hoch? Das ist ja echt ein bisschen unglücklich gerade. Das will ich aber nicht. Ich will hier nicht schon wieder einen hoch, sondern, ne, eigentlich einen runter. Das hört sich schon wieder falsch an. Mann, ach, kack. Ein Fall für Uschi Glas. Oder für Vera Entwehen, aber nee. So. So geht das doch vielleicht schon eher. Ja, habe ich irgendwas vom Bergabtragen gesagt? Weiß nicht, ich glaube, ich habe es irgendwann mal zwischendurch mal erwähnt, dass ich gesagt habe, wir müssten vielleicht auch ein bisschen davon abtragen, aber nicht viel und das ginge schnell. Und guck mal, es ist auch nicht viel und es ging auch schnell. Das war schön. So, aber weil hier so eine unschöne Ecke noch dran ist, machen wir die natürlich auch noch klein. Kurz und klein möglichst. Und damit das hier nicht so asymmetrisch wieder ist, kommt am besten gleich die ganze Kuppe hier weg. Komm, das hat ja keinen Zweck. So, da schmeißen wir ein bisschen Erde drauf und ja. Hier kann auch noch ein bisschen drauf. Und hier tatsächlich auch, damit es wenigstens so aussieht, als wäre es einigermaßen plan. Da müssen wir auch noch was machen. Entweder weg oder hin. Weiß ich nicht. Ich bin ganz hin und weg. Ja, ich weiß nicht. Machen wir es hin, machen wir es weg. Wir machen es einfach mal weg. So. Und zwar nur für den Ausschlitz. Den Ausschlitz. Alter! Nur für den Schlitz von der Säule. Wie ein Hund, dem man das Beinchen noch heben muss. Ich weiß, der Vergleich hinkt gerade ein bisschen, aber das tun unsere Säulen auch gerade. Die hinken auch. Auch als nur Hinkefüße. Hinkefüße mit Stinkefüße. So, und komm, hier, jetzt machen wir erstmal wieder weiter. Sieben wir ein bisschen wenig, nehmen wir einfach den. Ja, es ist natürlich alles auch nach DIN-Norm auch gefertigt, ganz klar. Deswegen sieht hier auch ein Block aus wie der andere. Warum ist da hier schon wieder so ein furchtbares Loch? Ich war es nicht. Ich war es doch nicht, Frau Salisch. Nun glauben Sie mir doch endlich mal. Ach, Mensch. Das ist gleich hoch, ne? Ja, natürlich. Deswegen, ja, ich musste gerade eben nochmal gucken. Weil ich dachte eigentlich, hier hätte ich einen niedriger. Aber nee, das ist alles gut. Alles gut. Können wir auch außerdem gar nicht. Wegen hier der... Die sollen da. Da habe ich nicht geklickt. Da wollte ich nicht. Hier wollte ich. Mann. Echo. Lass das mal. So. Und hier sind wir jetzt wieder einen runter. Das ist immer noch dieselbe Höhe. Ist immer noch dieselbe Höhe. Das ist okay. Das ist sehr, sehr gut. Aber jetzt seht ihr mal, so konzentriere ich mich. Was ich gerade eben noch gesagt habe, habe ich sofort wieder vergessen. Ist ja nichts Neues.
So, und zwar jetzt. Jetzt würde ich gern wieder einen runtergehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und zwar. Wieso? Och nö, och Mensch. Das kostet doch alles nur wichtige Folgenzeit und die haben wir doch echt nur ganz wenig. Wir haben doch echt nicht viel Folgenzeit, weil ich mich so stur an die 20-Minuten-Grenze halte, aber sonst nimmt das überhand. Sonst schaffe ich das nicht zu rendern und okay, das Uploaden ist jetzt nicht mehr so sehr das Problem. Ich habe eine höhere Bandbreite jetzt, aber naja, trotzdem, es muss ja nicht sein, ne? Und ihr müsst auch noch gucken können. Und das macht ihr ja nicht, wenn ich zu lange hochlade, weil so spannend sind meine Folgen auch nicht, wenn ich hier nur buddel und mache und tue und alles wieder repariere, was ich vorher falsch gemacht habe. Wo stecke ich denn hier jetzt? Mann, nimm mich raus. Ich bin kein Star. Ach so, deswegen muss ich ja drin stecken bleiben. Warum liegt hier jetzt gekröselt? Das kloppt man nochmal eben weg. Das ist ja echt unglaublich. Und pünktlich zum Folgenende muss ich mir auch noch einen Niesaft kneifen. Das ist echt toll. Aber gut. Nächste Folge machen wir noch weiter mit dem Aquäduktbau. Dann haben wir auch schon über die Hälfte jetzt schon. Über die Hälfte des Aquädukts sind schon fast fertig. Da kommt ja nur noch der Rand dran und die paar Rampen und der Wassers. Und das Wasser natürlich noch rein. Ne? Aber das kriegen wir auch noch hin. Das geht ja relativ zügig. Wichtig ist nur, dass wir halt eine entsprechende Richtung haben, in die wir das Aquädukt auch bauen. In Richtung Pyramide, würde ich sagen, kommt dann eine Sackgasse oder ein Knick hier Richtung Latrinenhaus. Also natürlich Ort der Begegnung, ne? Das Geschäftshaus. Gut, also ich sage erstmal bis zur nächsten Folge und bis dahin gehabt euch wohl.